Gut, komme ich da denn anders rüber? Komm, wo, wie komme ich da denn anders noch hin? Gibt es die Möglichkeit, da hinunterzukommen, ohne dass wir direkt angefallen werden von irgendwelchen notgeilen Tauchern? Das war falsch. Hallo Taucher. Na? Schöner Anzug. Von Armani? So, ich gehe mal hier hoch. Ich versuche mal da trotzdem ranzukommen. Ich vermute aber mal, wenn wir dann laden, dann ist das Ding natürlich nicht mehr eingesammelt. Und wir bekommen Munition. 3 Stück. 3 Uzis. Und wo kommt der Kerl jetzt? 2! Gut, ich frage nicht nach. Da waren noch keine Leute. Wo kommen die denn jetzt da plötzlich? Ne? Und so. Gut, wir wissen jetzt, wo das Secret ist. Können wir uns... Wir können erstmal hier gucken, was denn da noch so ist. Vielleicht gibt es da ja was umsonst. Und dann können wir da gleich nochmal schauen, ob wir nicht da unten hinkommen können. Der wird schon aus dem Wasser rausgeschossen mit Harpunen. Können wir die nicht auch von hier oben beseitigen? Die ollen Pfeifen. Genau, wir schießen einfach durchs Wasser durch. Ist der beste Plan. Das bremst ja auch gar nicht. Ja, jetzt wollen die nicht mehr. Jetzt haben die keinen Bock mehr auf uns. Werden die eingeschossen, haben die keinen Bock. So, komme ich hier rüber? Ja, komme ich theoretisch. Wenn wir uns Mühe geben. Vielleicht könnte ich das zwischendurch mal tun. So. Oh, Lara. Das hast du gut gemacht. So, hier rüber. Nein, nicht auf mich. Wie kriegen wir den jetzt am besten weg? Vielleicht drauf schießen? Durch die Wand? Hat sie den? Er wird getroffen, er blutet vor sich hin. Und ist tot. So, wieder hier rüber. Glitschen. Na, glitsch gefälligst. Wobei, glitschen ist es ja nicht. Das ist ja einfach hier das normale Runterfallen und dann fällt sie doch nicht. Ist ja alles ganz okay. Da komme ich natürlich auch rüber. Oh, da ist gerade was runtergefallen. Ich hoffe ja einfach mal, wir kommen nachher noch heile ins Wasser. Das heißt, ich hoffe, ich vermute das einfach mal, dass wir hier immer ein Stück tiefer müssen. Da hinten geht es irgendwo hoch zu einer Leiter. Aber erstmal schauen wir uns um. Ah, das sieht aber der... Oh, oh, oh. Schroti. Aha. Schroti, Schrot. Wunderbar. Und direkt haben wir sie auch wieder am Rücken kleben, hier die Schrotflinte. Finde ich ja gut. So, das ist eines Speicherns fällig. Aber schauen wir mal, hier. So. Das war natürlich genau falsch. Hi. Na? Ist hier noch jemand? Sind wir denn richtig hier beim Secret? Oder wo ist das? Müsste er eigentlich fast. Wir probieren das mal aus. Das ist der Torpedo-Halunke. Ne, hier sind wir falsch. Vielleicht können wir jetzt die anderen Kollegen hier unten ausschalten. Wenn wir schon mal in der Nähe sind. Dass der im Wasser ist, ist ja egal. Natürlich sind jetzt direkt beide unter uns. Ich hau mir mal ein halbes Medipack rein. Da oben steht doch auch noch jemand. Harpune, Harpune. 4 Stück haben wir davon. 4 große Medipacks. Ich wähle das einfach mal aus. Der lebt etwas. Was halten die Viecher denn aus? Den hat es zerlegt. Also wir haben nicht mehr allzu viel Schuss. Und vor allem sollten wir ausweichen. So, der ist tot. Problem ist, unsere Munition ist leer. Und ich habe die Befürchtung, dass wir das noch brauchen werden. Schon wieder jemand am Atmen. Wir sind gleich tot. Wir sind tot. Gut, das machen wir nochmal schöner. Das war ja nichts. Wenn wir schon hier oben sind...
probiere ich erstmal, was denn hier hinten noch so los ist. Weil da geht es ja auch noch lang. Und hossa! Oh. Machen wir nochmal. Laden. Nee. So. Einmal hier ranschleichen. Vielleicht ist da ja auch gar nichts. Vielleicht ist da ja nur einfach eine Leiter. Wobei, es sieht fast tatsächlich so aus, als würde man hier nur rauskommen können. Aus dem Wasser. Das ist ein bisschen albern. Mal so praktisch. Also nicht nur albern in seiner reinsten Form. Aber so ein Hauch davon schon. So. Aber da wir hier oben noch so freudig was zu erledigen haben, hoffe ich. Zum Beispiel den Kerl da hinten ausschalten. Bleiben wir erstmal hier oben. Kümmern uns dann um den Abschaum, der da im Gewässer herumplatscht. Kleines Planschbad nimmt. Quietscheentchen oben drauf. Ach, guck mal. Hi. Der macht zwar ordentlich Schaden, aber ich wollte jetzt auch nicht rumspringen. Da hinten ist aber noch so einer. Ja, hauen uns einfach mal ein ganzes rein. Ich meine, wir haben es ja. Wir haben es theoretisch. Nein, warum? Gut, dann gehe ich hier tatsächlich ins Wasser. Vielleicht sollten wir den Kollegen einfach nur ausweichen. Den ollen Tauchhieß. Wir sind zwar hier und... Nein, nicht ins Wasser. Mögen uns nicht, aber das heißt ja nicht, dass wir denen auch hier direkt in die Quere kommen müssen. Wenn wir gerne die Muni haben wollen und das Secret, dann machen wir das einfach mal. Ich bin ja stark dafür. Wir sind zwar jetzt nicht wirklich produktiv hier gerade, oder effektiv. Und schon kommt natürlich direkt der Kollege da an und... Kinders, ey, das ist ja nicht die Möglichkeit. Doch, ich gehe jetzt außen rum. Fertig. Das ist mir sonst zu blöd. Macht eure lustigen Spielchen hier mal alleine. So, wo waren wir denn? Müssen wir... Da müssen wir hoch, ne? Genau. Guck mal, und kaum ist man hier unten und gibt sich mal... oder hat seine mir doch egal Haltung eingelegt. Da passiert gar nichts mehr. Die wollen das machen, die nur um uns zu ärgern. Das ist voll gemein von denen. Voll das Mobbing. In Computerspielen. Von damals. Als Mobbing noch nicht in Mode war. Wir müssen einmal rüberspringen. So. Wobei gemobbt wurde er schon ständig, aber heute macht man da... Heute gibt es da andere Mittel und Wege für und ach, ist alles blöd. Ist sowieso Quatsch, dass man das macht. Aber das ist ein anderes Thema. Da soll es jetzt hier mal nicht rumgehen. Ich meine, hat ja letztendlich niemand was von. Also nicht, dass wir das Thema hier jetzt anschneiden würden, sondern vom Mobbing an sich. Ist ja eigentlich nur ein Beweis dafür, dass jemand anders jemand anderen schlechter machen muss, um sich selbst irgendwie gut zu fühlen. Ist ja eigentlich totaler Käse. Kann er lieber irgendwas anderes tun, wo andere Leute keinen Schaden von haben, damit erfolgreich sein und sich da dann gut fühlen. Ne? Aber ich wollte es halt nicht anschneiden jetzt hier. Sieht auch so blöd aus, so angeschnitten. Es blutet dann so viel. So, wir müssen... War eigentlich schon ganz richtig von der Richtung her, wo wir da hin waren. Ich werde mal gleich hier mit der Schrottgun herumhantieren, nachdem ich gespeichert habe. So. Und heppa, hätte ich gar nicht so einen langen Anlauf machen müssen. Ach, der ist schon tot. Stimmt ja. Hat der noch was fallen gelassen für uns? Nö. Jetzt aber. So, und also. Können wir den nicht von hier hin ausschalten? Solange er rumrennt, ist er gut, weil dann, also ist es gut, nicht er, weil er ist dann ziemlich schlecht, weil er uns nicht treffen kann. Schon wieder rumgehechel hier. Da ist doch noch jemand. Oder sind das, ach, das sind die unten hier, die beim Secret sind. Alles klar, ich kann hier um die Ecke springen, hoffe ich. Wir sind jetzt wieder ganz am Anfang, glaube ich. Nee, sind wir nicht. Och, der hat nichts für uns. Wie geizig ist denn das? Aha. Immerhin, das Fenster geht kaputt. Hätte ich sonst nicht gut finden können.
Wir haben das Secret. Und jetzt müssen wir wieder zurück, oder? Ne, wir sind hier runtergerutscht. Das geht ja nicht. Aber wo müssen wir denn lang? Wo müssen wir denn lang? Ich hoffe mal nicht, dass wir den ganzen Weg hier wieder zurück müssen. Da schießt jemand auf uns. Oder kann man hier drin noch weitergehen? Hier ist ja nur so ein kleiner abgeschlossener Raum und das war's dann. Wer auch immer hier die Karte reingelegt hat, dann ist ja eigentlich auch ein wenig sinnfrei. Ich gehe ins Wasser. Hier haben ein bisschen rumgeschrien. Gibt es hier noch einen anderen Ausweg? Außer da oben lang. Probieren können wir das natürlich auch, indem wir nochmal da hochgehen. Ich glaube ich halt echt nicht, dass wir da wieder hochkommen werden, weil wir... Ach, ich wollte ja, ich muss ja hier außen rum dann. Da wir runtergerutscht sind, meine ich, kann auch sein, dass ich mich gerade vertue. Verwechsel ich das mit einem anderen Leben, was ich schon mal geführt habe, dass ich da heruntergerutscht bin, als ich mal in so einer Basis als Geheimagentin unterwegs war. Kann ja sein. Man kommt ja viel rum, ne? So. Nein! Ich bin so klug. So, kriegen wir es jetzt hin? Meine Kollegen sind jetzt halbwegs hinter uns her. Nicht so wirklich energisch. Die denken sich, boah, gehen wir eben mal ein bisschen vorspringen. So wie sie sich gerade anstellt, kann sie es gebrauchen. Ja, wollen wir ihr mal eine Chance geben? Na, das ist ja, wir sind ja nett. Wir sind ja Kerl, wir sind ja Gentlemänner. Da müsste sie, ne, geht ja nicht, dass wir da sofort hingehen und dann ist sie, kriegen wir sie sofort und dann auch, Mensch, und dann ist der Spieler so traurig, weil wir uns zu schlau angestellt haben. Sondern denkt sich auch, nö, es ist ein blödes Spiel, das will ich gar nicht weiterspielen. Na, weil die Figuren hier, die wissen natürlich, dass das ein Spiel ist. Deswegen lassen die uns einen kleinen Vorsprung jetzt hier. So, müssen die nur aufpassen, dass die nicht zu sehr unter dem uns anvertrauten Vorsprung zu leiden haben. Indem wir die dann plätten. So, hier kann man bestimmt rüber. Boah, vor allem, weil wir das auch schon geschafft haben. Vor allem aber auch, weil der Abstand stimmt. So, wir können das mal ordentlich machen. Zack. Wobei, wir können das auch wieder unordentlich machen und hier einfach durchgehen. Aber nicht ohne... Na doch, ohne Speichern jetzt auch. Man muss ja auch nicht ständig speichern. Aber diesen ganzen Weg hier zurück, ich halte das eigentlich ziemlich für Quatsch. Hier müsste eigentlich hier irgendwo noch ein Aufgang sein oder irgendwas, wo man reingehen kann. Bin ich mir zumindest eigentlich relativ sicher, dass es recht sinnvoll wäre. Es sei denn, es ist, ja, ich vertue mich. Wie gesagt, ne, anderes Leben. Das waren schon noch Zeiten damals. Und jetzt mache ich Videos. Ja. Was alles so passiert. Hier ist nämlich, genau, das wollte ich auch gesagt haben, hier ist zu steil. Ich meine, wir sind zwar auch ziemlich steil, aber trotzdem ist diese Steilheit nicht miteinander kompatibel. Und jetzt haben wir diesen ganzen Weg umsonst gemacht. Vor allem, hier hätte man einfach nur das Geländer wegnehmen müssen, dann hätte man direkt zur Speicher- oder zur Schlüsselkarte gehen können. Dann speichere ich einfach mal ab, auf dem nächsten Speicherplatz. Und wir schauen uns um, wo wir denn weiter müssen hier eigentlich. Weil so geht das ja nicht, ne? So. Hier ein bisschen rumkreischen. Hier war ja sonst auch nichts, ne? Hier kann man nirgendwo noch rüberspringen. Irgendwo ein Loch in der Wand oder so. Die Taucher sind da hinten noch fleißig am Rumtauchen. Das, was sie halt messen können. Wahrscheinlich hängen die einfach Tag und Nacht ständig hier unten drin. Schlafen auch hier unter Wasser. Kriegen zwischendurch mal eine neue Sauerstoffflasche. Ja, aber ich, also wenn ich mich unten mal umschaue, so wirklich überzeugend sieht es nicht aus, als dass hier irgendwo noch ein Gang wäre. Oder ich übersehe hier gerade arg etwas, was natürlich vollkommen unmöglich ist, aber gut sein kann. Nicht, ist alles ziemlich vollgebäckt hier, ne? Überall hart. Oben noch genauer umschauen. Ich weiß halt nicht.
Sieht aber auch alles nicht so aus, als wäre da noch irgendwo ein Loch. Da, wo das Secret ist, da können wir theoretisch nicht weiterkommen, weil sonst wäre es ja kein Secret, ne? Sonst müsste man da ja gar nicht hin oder sonst wäre es keine Herausforderung, da hinzukommen. Wir können die Leute dann natürlich umhauen, aber was soll denn das? Deswegen gehe ich einfach hier nochmal an Land und wir schauen uns nochmal die Umgebung an, weil die so schön ist. Ob da noch irgendwo in der Wand eine Tür ist. Nicht andersrum.